Okay, das nächste Mal schicke ich Aela rein. Für Kotlak. Für Kotlak. Ja, Minno, ich kann es nicht befehlen. Habt ihr etwas gehört? Ich hab von jemandem. Unter den Toten. Wow, wie dann sein Helm sichtbar wurde. Für Kotlak. Ach ja, ach ja. Wiederholt sich doch auch nur, oder? Gott. Wenn man einmal entspannt irgendwo einmarschieren. Okay. Das sieht tatsächlich lustiger aus. Wenn man einfach nur mal so ein Grab mal von einem Helden plündern und dann so eine Scheiße, ey. Okay, da ist Kotlak. Aber wir wissen noch alle Rollenspiele. Erstmal umschalten und dann die Mission erfüllen. Denn wer weiß, was sonst noch passiert. Siehst du? Das Schild von Iskramor. Das wird erstmal mitgenommen. So, okay, was lässt man nun da? Das können weg. Nee. Schauen wir erstmal weiter. Bücher. Okay, braucht man halt eigentlich auch nicht, ne? Meines ist halt auch so viel unnötiges Gewicht. Die sind halt so extrem schwer. Weg mit den Gage. Hau weg die Scheiße, Eggard. Passt. Ein alter Nordhelm. Aber hat Iskramor dann wirklich Wutrot und Schild geführt? Ich meine, dude. Der Typ muss krass gewesen sein. Ich meine, zweihändige Axt plus Schild. Not bad, not bad. So, also, Kotlak. Seid gegrüßt, Schildbruder. Jo, Kotlak, bist du's? Natürlich. Meine Herolde und ich wärmen uns hier auf. Wir versuchen, Irsine zu entgehen. Du bist allein. Ihr könnt nur mich sehen, weil euer Herz nur mich als den Anführer der Gefährten kennt. Der alte Wegner könnte sicher noch ein halbes Dutzend meiner Vorgänger sehen. Und ich sehe sie alle. Alle in Sovngarde. Alle, die mit mir in Irsines Reich gefangen sind. Und sie alle sehen euch. Ihr habt im Namen der Gefährten Ehre gemacht
Das werden wir so schnell nicht vergessen. Wilka sagt, dass du noch nicht Möglichkeit hast. Hat er das? Ich kann es nur hoffen. Habt ihr die Köpfe dieser Hexen noch? Ausgezeichnet! Werft einen davon ins Feuer! Dadurch wird ihre Magie freigegeben. Zumindest für mich. Yeet the Herd. Ist da jemand? Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Ich werde euch vernichten. Keine Spur von ihnen. Okay, das war jetzt quasi der Wolf in ihm, oder wie? Seid gegrüßt, Schildbruder. Ich habe das Biest in euch ein Ende gesetzt. Und damit die Bestie in mir erschlagen. Ich danke euch für dieses Geschenk. Die anderen Herolde sind aber immer noch von Hirsine gefangen. Vielleicht können mir ja die alten Helden aus Sorengarde bei ihrer Rettung helfen. Die Höllenfahrt des Jakons. Es wäre eine triumphale Schlacht. Das stimmt. Und vielleicht kämpft ihr in dieser Schlacht eines Tages an unserer Seite. Heute aber kehrt nach Jorvaska zurück. Feiert euren triumphalen Sieg. Und führt die Gefährten zu andauerndem Ruhm. Hab ich das richtig verstanden? Hat er gesagt, dass ihr die Gefährten anführen sollt? Anscheinend. Ihr habt euch das Recht verdient. Jeder weiß um eure Stärke und Ehre. Und es ist mir eine Ehre, euch als Erster als Herold ansprechen zu dürfen. Kommt, sagen wir es den anderen. Jo. Herold der Gefährten. Der Titel allein ist schon mächtig. Hier noch irgendwo. Nee. Sieht nicht so aus. Müde. Ah, okay. War eine anstrengende Schlacht. Da hat man sich verdient, müde zu sein. Hüpf. Hüpf. Gibt's hier noch irgendwas? Nope. Schade. Aber vielleicht werde ich mit dem Schild jetzt auch. Warum bin ich jetzt zu schwer? Zu viel Gold oder wie? Was zur Hölle habe ich jetzt aufgenommen, dass ich zu schwer bin? Wohl eigentlich. Ich habe ja das Schild, also. Jeet. Isklamor-Schild. Weißt du was? Das mache ich dann auch mal gleich so. Ein alter, kampferprobter Schild. Okay. Ah, okay, da war Mutrad. Ist mir schon wieder zu schwer. Haben wir nicht noch Zaubertrink, dass wir mehr tragen können?
Zaubertrank des Packesels. Nope. Bäh. Ha. Ah, nee. Okay, den brauchen wir auch nicht. Kann ich da noch irgendwas futtern, dass wir leichter werden? Nom nom nom. So ein rohes Ei. Lecker, lecker, lecker. Ach ja, ach ja. Nope. Okay, uno, due. Okay, das sind Questobjekte. Ja, okay. Wir schreiben unser Lied selber. Für Shelley. Bücherstunde. Aber sind die dann schon da draußen? Aber was ist jetzt da oben? Ich bin verwirrt. Ist das eine neue Tatsache? Ein neuer Shortcut. Und herzlichen Glückwunsch, man sieht mal wieder nichts. Oh Gott, Schnee. Ist das dieses weiße Zeug? Aber was ist dann hier oben? Warte, das ist ein Wort, der macht. Tier, Tierfreundschaft. Witzig. Versteht ihr? Witzig, weil Werwolf, Tierfreundschaft. Das ist so. Danke. Danke für nix. Aber was man hat, das hat man und ich beschwere mich nicht. Trotzdem ist es so genau hier so. Ah gut. Welche hat das genau hier aufgestellt? Aber dann heißt es wohl jetzt, das war das Ende der Gefährten-Story. Schauen wir mal zurück zu Jorvaskr, unserer Halle. Ich meine, wir sind jetzt Herold, wir sind jetzt Babo, wir sind Boss, wir sind Alpha. Unser Wort, ja okay, Gesetz ist es nicht, ich meine, der Herold hat nur eine beratende Funktion. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Wenn sie die Sturmmäntel unterstützen wollen, kriegen sie, was sie verdienen. Dunkel. Euch preisen wir. Und ihr habt unseren Lobpreis verdient, denn wir sind eins. Ehe ihr emporstiegt und aus den acht. Aber das ist doch stylisch, oder? Also atmosphärischer. Muss ich sagen, ich find's gut. Ich find's stylisch. Und? Ich kümmere mich um die Krieger von Jorvaskr, solange ich zurückdenken kann. Oh, hallo. Ich hab gestern einen Bären getötet. Habt ihr auch etwas getötet? Kotlatsch, Wolfgeist, Zettis. Also gut. Jo, ne? Aber, und das heißt, wir sind jetzt wieder frei, hehehehe. Hm.
Gut, was machen wir nun, ne? Ist halt jetzt die Frage. Und zu und ich mach das. Okay. Suchen wir die alte Miss Graumänner in ihrem Heim auf. Und in der Nacht. Ach Gott, der Wind zieht. Das Haus der Graumänner. Willkommen in unserem Zuhause. Mutter, was soll das? Wen habt ihr da mitgebracht? Awulstein legt das weg. Er will uns bei der Suche nach Thorald helfen. Woher wissen wir, dass er nicht für die Kampfgeborenen spioniert? Das war dumm! Wir können niemandem vertrauen. Wer weiß, was geschieht, wenn sie mich hier finden. Ich halte das nicht mehr aus. Bitte keine Waffen mehr. Lasst uns einfach reden. In Ordnung, Mutter. Kann ich euch helfen? Ihr wollt also helfen? Jo. Auch wenn ich keinen Plan habe, was hier los ist? Mein Bruder Thorald. Er hat für die Sturmmäntel gekämpft und ist verschwunden. Man geht davon aus, dass er tot ist. Aber das ist er nicht. Ich weiß es. Die Kaiserlichen haben ihn gefangen genommen und halten ihn irgendwo fest. Die Kampfgeborenen wissen wo. Ich würde in ihrem Haus nach Beweisen suchen, aber hinter mir sind sie auch her. Wenn sie mich kriegen, werden wir nie erfahren, was mit ihm geschehen ist. Jemand muss also diesen Beweis für mich finden. Okay, und was für eine Art Beweis denkst du, dass das ist? Eine Bestätigung, dass Thorald nicht tot ist, sondern gefangen gehalten wird. Ich weiß, dass sie bei den Kampfgeborenen findet. Sie würden den Beweis natürlich verstecken, damit nicht rauskommt, dass sie die ganze Zeit über gelogen haben. Aber ihr könntet sie so weit bearbeiten, dass sie nachlässig werden. Und warum denkst du, dass die damit was zu tun haben? Die Kampfgeborenen. Die größten Stiefellecker des Kaisers hier in Weißlauf. Ihre Verbindung zum Kaiserreich und zur Armee sind bekannt. Als Thorald nicht nach Hause kam, war mir alles klar. Sie wussten, dass Thorald die Sturmmäntel unterstützte und ihnen im Kampf zur Seite stehen würde. Sie ließen ihn nicht zurückkehren. Sie haben ihn eingesperrt, um sich an meiner Familie zu rächen. Da bin ich mir sicher. Blutsfehde. Ihr solltet lieber niemandem sagen, dass ihr mich hier gesehen habt. Okay. Geklärchen. Jo, erstmal Nachbarn beklauen, wa? Novize. Umdrehen. Perfekt. Ich habe den Schlüssel. Ja, easy. Woher habe ich den Schlüssel? Jo, Kleiner. Ich wette, ihr könntet einen dieser fiesen alten Drachen töten. Es gibt sicher nichts, was ihr nicht könnt. Jo. Ich meine, man kennt es mitten in der Nacht in einer schweren Kriegerrüstung reinmarschieren. Okay, Haus aufsperren geht einfach mit dem Schlüssel, aber dann ins Schlafzimmer marschieren, da noch eine Tür aufsperren. Jo.
Ich kann mir die Sachen halt eiskalt nehmen. Sind wir wirklich zu? Ja, vermutlich, weil wir... Aha, ich glaube, ich weiß wieso. Weil wir Soldat der kaiserlichen Armee sind und die uns ja mit allem unterstützen, das wir haben, ne? Aber die haben ein schönes Haus. Okay, das war gerade ein bisschen laut. Ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, aber Breit schaut mich nicht mal mehr an. Also danke. Bitte sehr, Kleiner, bitte sehr. Wir sind da, um zu helfen. Auch wenn ich sagen muss, dass das echt Kinderprobleme waren.